Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Und da sind wir wieder bei High Brown. Ihr seht es vielleicht schon. Ich will es nochmal probieren und mal schauen, was passiert. Mal schauen, was Brown. Oh, zwei Pillen. Speed up und. Ja, bad guess. Okay, wir sind ein bisschen schneller als vorher. Das ist jetzt nichts Verkehrtes. Okay, die ist schon tot. Das ist sehr schön. Kein obes Bombenstein, aber nichts Blaues. Es soll noch irgendwie Kreuze auf einigen Steinen sein. Oh, ein Herz, Dankeschön. Es soll noch irgendwie Kreuze auf einigen Steinen sein. Ich habe so ein bisschen das mitbekommen. Ich bin immer noch kein Profi, was The Binding of Isaac angeht. Aber wir werden das hier gemeinsam schon schaukeln. Das ist ein sehr gern gesehenes Let's Play, habe ich mitbekommen. Und deswegen möchte ich da natürlich auch auf einiges bieten. So, warte mal, ja. Hallo? Ich bin so schnell, dass ich an der Mütze vorbeirenne. Ich habe überlegt, ob ich privat vielleicht momentan hier es auch nicht versprengen kann oder sollte. Hihi. Ich mache es bei denen. Okay, und go, 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 weiter geht's. Sehr schön, die Fliege haben wir platt gemacht. Ich muss aufpassen, dass den spuckt er wieder. Genau. Ah, Mist, genau das soll, genau deswegen. Okay, jetzt rennt er. Okay, okay, okay. Ich muss merken, er rennt immer in die Richtung, in die ich zuletzt gerannt bin, glaube ich. Jetzt spuckt er. Läuft gut gerade. Oh, ja, das mag ich überhaupt nicht bei Dinge, dass er spuckt, wenn er seinen Freund gerufen hat. Jetzt rennt er. Okay. Das war super. Geile Schokolade hier. Go, go, go. Stirbst. Ja, nice. Und da haben wir Blatt gemacht. Wir kriegen gleich wieder. Was haben wir hier? Milk, HP ab. Das nehme ich auch gerne mit. Gefällt mir. Was haben wir hier noch drin? Ich glaube, wir kriegen bei High Brown, bei der Challenge, kriegen wir mehr Gold aus solchen Dingern hier raus. Stopp. So. Okay. Ich nehme auch das hier immer noch nicht mit. Ich will noch ganz kurz gucken, was wir hier noch so haben. Achso, da kommen wir nicht durch, gell, weil... Kommen wir da hinten durch noch? Ja, ist auch nichts mehr. Wir haben nur noch das hier alles. Okay, gut, dann... Wird's wohl Zeit, dann springe ich jetzt nochmal hier. Bekomme dadurch eine Bombe und dann springe ich einfach mal noch die andere Bombe. Oh, da ist ein Soulheart da hinten. Oh, Leute, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, nee, das ist gar nicht immer ein Soulheart. Okay. Wisst ihr was, ich probiere es einfach mal. Die Münzen kriege ich auf jeden Fall. Leben haben wir ohne Ende momentan und Bomben haben wir nur noch 4. Von daher konnte ich das jetzt ruhig mal probieren. Und rein theoretisch könnte man sogar noch mal gucken, ob wir den Raum finden, den geheimen. Jawoll. Trigger Charge. It feels... Purified Poop Trigger. Wie was? Ne, AAA. AAA Battery. AAA. Müsste man eigentlich so schon finden. AAA. Wo ist er? Da ist er. AAA Battery. Lowers your Spacebar Items Charge Rate by 1. Lowers? Verschlechtert your Spacebar? Spacebar Item? Was ist denn das Spacebar Item? Ah. Das ist in der Kombination gar nicht so schlecht. Ich will aber nochmal gucken, was jetzt das die Purify. Heißt doch. Genau. Perifeed. Perifeed. Gibt es eine ganze Menge, das so heißt. Moment. Oder was so ähnlich heißt. Wo ist das denn? Hier ist das so aussieht, aber mir nicht angezeigt wird.
Ah, Petri, ach so. Why help Isaac as a fire chance to find drops when breaking poops? Ah, okay. Ist natürlich, ist die Frage. Also entweder wir machen das jetzt so, dass wir alles in Scheiß verwandeln können, und das ziemlich oft, und dann daraus was finden können. Oder, nee, ob wir das seltener machen, oder wir machen das öfter, finden dann aber nichts mehr aus der Scheiße. Ich glaube, es wäre schon besser, wenn wir was finden, oder? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir was finden. Und weil ich gerade so gewitzt bin, probiere ich es einfach nochmal. Komm. Schade. Okay, nochmal probiere ich es nicht, weil zwei Bomben müssen wir für uns aufbewahren auf jeden Fall. Wir haben eine Menge Herzen gerade. Boss ist gemacht. Super geil. Wir jumpen in die nächste Ebene. Läuft super. Also diese Runde läuft gut. Vielleicht sollte ich öfters mal ohne Webcam spielen. Mami. Mami. Okay, reicht. So. So gut, dass ich gleich mal hier reinrenne. Ja, komm her. Oh, echt jetzt. Dann habe ich zwei Herzen ausgegeben. Habe ich ein Herz ausgegeben. Na, klasse. Okay, na gut, man kann immer Glück haben. Wow. Aufpassen, dass das Feuer da unten nicht spuckt. Gut, das ist aus. Wäre ich jetzt beinahe reingerannt noch. Hier haben wir ein Herz. Könnte man eventuell gucken, dass wir vielleicht hier unten mal ein bisschen Blut spenden gehen. Okay. Münze, ohne es in den Bettler reinzustecken. So, flupp, haben wir das Herz wieder. Das mache ich glaube ich später mit dem Raum hier. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Okay, aber ansonsten lieber später. Jojo, komm her. Jojo, komm her. Schlüssel, nicht schlecht. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Beides. Sehr, sehr schön. Ich glaube, man kann nur aus den weißen Steinen was finden. Ich bin mir nicht. Alter, bin ich jetzt aber gerade so durchgekommen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, man kann nur aus den weißen Steinen was finden. Und da findet man ein halbes Herz. Das gefällt mir sehr gut. Schlüssel haben wir auch. Und da haben wir noch ein bisschen Gold. Gold, 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 Gold. Mal gucken, was wir hier. Eine Pille. Und ja, naja. Okay, sehr schön. Feuer aus. Kann ich also durchrennen ohne Probleme. Der auch aus. Muss nur noch dieses hier aus. Und das Problem ist bei dem, das kann mega weit springen. Okay. Pff. Ich habe ein Problem. Wenn die nämlich alle vier hier reinkommen. Okay, drei nur noch. Ich würde gerade sagen, wenn die alle vier hier reinkommen, dann ist das ganz schön schwer. Stirb. Ist nur noch der da. Super. Blau, blau. Das habe ich mir fast schon gedacht, jetzt irgendwie. Schade, aber passiert halt. Bombe, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rein. Gurglinge. Kann ich denn bei denen? Nee, nicht wirklich. Ich hasse Gurglinge, habe ich schon mal gesagt. Dieses ist so wirklich das Hässlichste, was einem. Oh oh. Ach, komm schon. Gürklinge sind so asozial. Vor allem so einer geringen Range, wo du einfach überhaupt nicht in die Nähe von denen kommen kannst. So wirklich. Dann auch die Fliegen dazu die ganze Zeit, die dich auch nerven. Ist schon nicht schön mit den Jungs. Na, ja, das war klar. Versuche mich gerade auf einen irgendwie zu konzentrieren. Boah. Aua, Junge, das tut weh. Ach komm schon, bin ich jetzt echt reingerannt. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir noch einen. Den wir natürlich erstmal konsequent reinrennen. Den überleben wir, glaube ich, auch. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Oh, Gürklinge sind so ein Albtraum einfach nur. Ach komm schon. So. Speed up. Ja, gut, Speed up ist nicht so, dass ich brauche, aber ich freue mich trotzdem. Gürklinge, ich hasse Gürklinge. Oh, wie ich Gürklinge hasse, das ist. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich Gürklinge hasse. Das ist unklar, wie sehr ich Gürklinge hasse. Wo war das Leben hier? Leben. Ah, ich hasse Gürklinge. Habe ich schon erwähnt, dass ich Gürklinge hasse? Also so ein bisschen so.
What the fuck ist das denn? Wie geil. Wie geil. Das ist ja der perfekte Raum für uns einfach nur. Das ist der Money Room of Doom, würde ich mal sagen, einfach für uns, weil wir hier einfach alles bekommen. What the fuck, geil. Boah, wenn wir jetzt einen Job finden würden, ich würde so feiern. So, stirb mal hier. Boah, krass. Krass, ach scheiße. Komm, auch ein Bombo oder ein Schlüssel noch, das wäre noch ganz geil jetzt, ne? Aber man darf nicht zu viel erwarten vom Schicksal. Alles normale Steine, okay. Was war hier? Hier wäre das jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob ich dem Bettler was geben soll. Der gibt aber eh nur Herzen, gell? Kann ich die sprengen? Mal so testweise. Geil. Moin. Hihihi. Dann machen wir mal. Oh. Was sehe ich da? Gut, sag mal, mache ich noch. 1, 2. Und ich mach's wieder. Sehr schön. Okay, gut. 27, alter Schwede. Eine Bombe haben wir noch, 3 Schlüssel haben wir noch. 27, what the fuck. Ich bin ja fast überlegt, die Pille damit zu nehmen, aber ich denke, die Pille wird nicht viel bringen, deswegen gehe ich auch mal noch weiter. Bei den rot-weißen Pillen habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht warum, die gefallen mir irgendwie nicht so. Lalalalalala, Ebene 3, juhu. Caves. Okay, Schlüssel, falls ich... Oh. Ja, das war gut, das war klar. Wow. Der Junge hat starke... Autsch. Problem. Autsch. Junge, Alter, ich renne auch immer direkt rein. Aber gleich ist er tot, kein Problem, gleich ist er tot. Jetzt ist er tot. Natürlich spawnt er das Genick da. Alter, wie soll man denn... Ah, ist das behindert. Ich glaube, es gibt Leben dazu, ich bin mir nicht sicher. Na gut. Oh. Okay. Was haben wir denn da? Death. Lay waste all irgendwas. Ausprobieren. Goll. Muss ja aber mal sein jetzt. Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich sonst noch Leben verloren oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt einfach mal. So, was haben wir hier? Was bist du denn? What are this? Mom's Co. Oh. Paralysis. Echt jetzt? Range up. Tears down. Nein. Ach komm schon. Echt jetzt? One Resort. Okay. Okay, das schaffen wir, kein Problem. Ich bin Profi. Da denke ich. Wir können da noch rein. Oh, das ist natürlich super. War gar nicht so schlecht. Okay, es geht wieder. Hier ist das natürlich auch wunderschön. Das ist eine super Taktik. Bams! Oh, was bist du? Oh! Das war so klar. Eigentlich kann ich ja auch. Oh, natürlich. Natürlich kommt ihr jetzt. Die Tears Down zeigen sich jetzt sehr gut. Kann ich Scheiße verschieben? Das muss ich mal ausprobieren, Moment. Okay, vielleicht probiere ich das später aus. Habe ich mir dazu überlegt.
Kommt da noch was, wenn ich die anderen Kisten öffne, oder war es das dann? Das wäre nämlich echt hassi, wenn das an jeder Kiste passieren würde. Weil dann ist die Chance, das hier unbeschadet zu überleben, ja doch recht gering. Alter, jetzt stirb. Gut, dass ich da einen Soulheart gefunden habe, sonst wäre mein Leben jetzt ernsthaft in Gefahr. Oh, oh, geil, oh, geil, oh, oh, ich wollte mal gucken, ob ich die, kann ich nicht versch, doch, ich kann die verschieben, what the fuck, wusste ich gar nicht. Oh, hi, 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 er hat mich weggepupst, was für ein ekelhaftes Vieh, er hat mich weggepupst. Ich hasse euch. Das sind so, glaube ich, die nervigsten Viecher in dem ganzen Spiel, zusammen mit den Gürklingen. Es ist so klar gewesen jetzt, ne? Hallo? Ach so. Nee, bevor ich da rangehe, würde ich noch ein bisschen was hier die Raum erkunden. Vielleicht finde ich noch was Cooles. Gut, als Cooles habe ich jetzt was anderes empfunden. Die, hör auf, wegzurennen. Das ist nicht witzig. Stirb. So. Stirb, 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 stirb. Ja, ich weiß, du hattest eine schwere Kindheit, ich will dir doch nur helfen. Aua, aua, der blutet. Aua, das tat weh. Das war nicht schön. Okay, Schlüssel, Düssel. Hier waren wir schon drin, dann können wir eigentlich noch hier oben. Dritte Stage jetzt, gell? Wir sind ganz schön weit eigentlich, sonst kommen wir nicht so weit. Oh, ich hasse die Dinger. Maden, lauter kleine Maden. Mit euch will ich nicht gern baden. Ich weiß nicht, warum ich das singe. Besser wäre es, wenn ich dazu schwinge. Mit. Sehr schön, halbes Herz. Und wer bist du? Chub. Oh nein. Ah ja, stimmt. Wenn es mir zu viel wird, dann mache ich einfach. Ach so, okay. Ich habe funktioniert genauso wie die Maden. Interessant. Aua. 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 Oh oh, oh oh, oh oh. Alter, habe ich manchmal ein Glück, ey. Schön, ich habe Geld gefunden. Leben wäre toller. Eigentlich müssen wir uns so auf Chub konzentrieren, weil... Ja gut, auf Chub konzentrieren ist einfach gesagt. Wenn das die ganze Zeit... Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach so... Ja komm, lass mich... Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Kann ich nicht einmal nochmal einen Run haben, wo irgendwie mal ein bisschen Glück drin ist? Muss ich immer so einen Scheiß bekommen hier? Ach komm. Ich liebe dich, Spinne. Super, ich habe mein Herz verloren. Der Raum hier macht mir auch sehr viel Freude, wenn ich den schon sehe. Also wir bekommen hier gleich die besten Räume, die es gibt. Jo, wir bekommen echt gleich die besten. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ohne Spaß. Okay. Leck mich. Was? Habe ich nicht gesagt? Nein, nein, nein. Habe ich nie erwähnt. Natürlich ist der Schlüssel da drin, den brauchen wir, um da ranzukommen, deswegen... Glaub. Leisten können wir uns eh nichts. Ja, Geld, okay. Das war mal sinnvoll. Und Geld bekommen wir jetzt auch eine Menge, das gefällt mir. Wir waren gerade so weit schon, das regt mich gerade echt ein bisschen auf, dass wir das verkackt haben. Also ich das verkackt habe, ihr das wahrscheinlich nicht verkackt. Was haben wir hier? Oh. Ja gut. Das war jetzt nicht so der spannende Raum. Bomben bekommen wir, dann mache ich da mal eins. Und zwei, aber ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, ob man da vielleicht doch was raus... Was haben wir denn da gefunden?
Hör auf damit. Na gut. Was bist du? Attackfly. Cool. Warum nicht? So, wir haben 12 Coins. Wir könnten mal theoretisch da hochgehen. Schlüssel nehme ich mit, den Rest lasse ich da. Ich teste mal noch zweimal aus, ob ich einen Raum finde. Und wo hier könnte theoretisch... Aha. Drohbombe. Danke. Ich bin ja versucht, nochmal zu probieren, ob vielleicht, man weiß es ja nicht, hier noch einer ist. Nein. Okay. So, und dann gehen wir jetzt nach unten und auf in den Bossraum. Wen bekommen wir? Wer ist das denn? Der Duke of Flies? Kenn ich gar nicht. Wenn ich mir das anschaue, hätte ich mir vielleicht meinen Kackehaufen was anderes aufheben sollen. Ah, der kämpft selber überhaupt. Ah, okay, der kämpft selber nicht. Der lässt nur Fliegen kämpfen. Okay. Interessant. Muss man wissen. Aber unser Techfly macht da ganz gut Damage. Alter, wie verhalten die aus? Ja, ach, der hat große und kleine, okay. Interessant. Ist ein ganz... Ich finde den Gegner sich schwer. Wenn er nicht irgendwann ab 50% irgendwas macht, was ich nicht mag, dann ist der Gegner eigentlich ganz okay. Wir haben ihn gleich auf 50%, wir werden es gleich sehen. Vielleicht spawnen dann so viele Fliegen. Alter. Ne, macht er nicht. Okay. Die ist gleich tot, alles klar. Okay, der ist gleich tot. Du machst bei den Duke of Flight killen und dann können wir die Fliegen auch noch nehmen. Super, dann können wir den hier mitnehmen. Den hier mitnehmen. Was haben wir hier? Tears up, geil. Oh, geil. I love him. Flop. Auf die nächste Stage. So, wir skippen das hier mal. Arcade haben wir da oben. Wow. Spannender Raum. Macht die Fliege was? Hihihi. Wie geil, bitte. Flop. Flop. Stop it. Oh, ich sehe da was. Soul Heart. Und gleich ist mein Pupu auch gleich wieder aufgeladen. Das ist super. Und zwei Steine, kein Soul Heart. Oh. Ja, kein Bock. Bevor mich jetzt irgendwas killt hier, na, lieber so. Aber noch ein Herz, das ist super.